Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns da, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, einen Bürgen für uns zu finden, damit wir ein Bürger werden können in der Stadt der Uhrwerke. Und im Endeffekt haben wir jetzt, nicht zwei Möglichkeiten. Das eine, das zeigt mir den Kontrakt noch an, sehe ich jetzt gerade. Das ist natürlich Blödsinn. Ein weiterer Neuankömmling, was? Kommt, reden wir. Ja, wir kennen uns doch, Neramo. Na, wenn das nicht meine zweitliebste Assistentin ist. Was für eine glückliche Wendung der Ereignisse. Ich sollte mich nicht wundern. Ihr habt ein Talent dafür, genau dann aufzutauchen, wenn ich euch am meisten brauche. Ich nehme an, ihr habt noch keinen Bürgen gefunden. Vielleicht können wir einander helfen. Was schwebt euch vor? Anfangs dachte ich, wir könnten uns auf mein Übermaß an Charme verlassen, um einen Bürgen zu gewinnen. Leider ist den Leuten hier das Handwerk wichtiger als meine angenehme Gesellschaft. Nur durch das Anbieten von Geschenken oder Diensten scheint man Bürgen finden zu können. Habt ihr etwaige mögliche Bürgen gefunden? Ja, ein Apostel der Uhrwerke namens Varuni Arvel. Anscheinend ist sie ein Mitglied im Kongress der Kalibrierung, dem Regierungsrat hier in der Stadt. Meine Mitarbeiter Kirit und Reinor arbeiten bereits an einem Plan, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Werdet ihr uns helfen? Nun gut, arbeiten wir zusammen. Das verspricht eine fruchtbare Zusammenarbeit zu werden. Ich hatte Kirit und Reinor damit beauftragt, Geschenke für Varuni zu besorgen. Aber sie verlieren manchmal das Ziel aus den Augen. Kirit ist gleich da, bei der Steilwand. Ihr solltet mit ihr sprechen. In der Zwischenzeit führe ich weitere Recherchen durch. Fragen? So voll Fragen. Wie seid ihr hierher gekommen? Da ihr ja auch euren Weg hierher gefunden habt, schätze ich, dass es nicht schaden kann, wenn ich euch in meine eigenen Methoden einweihe. Ich hatte unlängst von einer geheimen Höhle unter der Stadt Gramfeste erfahren, die bis vor kurzem noch völlig unzugänglich war. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das kann ich mir bestens vorstellen. Da ich befürchtete, dass das Tribunal sie womöglich wieder versiegeln könnte, habe ich mich schnellstmöglich auf meinen Weg durch die Kaverne gemacht. Es schmerzte mich, meine übliche Begleitung zurückzulassen. Aber dieses Duo, Kirit und Reinor, hat eine ganz bewundernswerte Leistung gezeigt. Wer sind Kirit und Reinor? Ein paar dunkelelfische Forscher. Wie ich erfreuen sie sich an allen mechanischen Dingen. Ihre Jugend und ihre endlose Rivalität unter Geschwistern kann einem zwar übel aufstoßen, doch was ihnen an Erfahrung fehlt, machen sie mit ihrer Begeisterung locker wieder wett. Jetzt bin ich nur ein bisschen verwirrt, weil wir haben doch mit denen schon einige Sachen gemacht, oder nicht? Vimi hat sich euch für diese Reise nicht angeschlossen? Unglücklicherweise war meine illustre Leibwächterin in einer persönlichen Angelegenheit unterwegs. Ich weiß es besser, als nach genaueren Einzelheiten zu fragen. Ich vermisse ihre Dienste sehr wohl, aber man schlägt sich ebenso durch. Ja, wie man das so macht, ne, in der Stadt der Uhrwerke. Okay, dann haben wir hier noch ein Buch, was wir lesen können. Das Gesetz der Zahnräder, wenn man das Buch nennen kann. Aber optisch halt ziemlich cool, würde ich sagen. Könnt ihr gerne anhalten und durchlesen. Jetzt bin ich gerade am gucken. Moment, hier auf der Seite ist sie. Da müssen wir irgendwie runter, ohne zu sterben. Ich weiß, ich habe das einfach hier drüber gemacht, weil das schneller ging. Ob ich dann nicht sterbe, ist natürlich die Frage. Oh nee, jetzt sag mir nicht. Oh nein, wieso denn jetzt höher? Gerade hieß es doch noch unten. Och, wollt ihr mich jetzt hier? So, da sind wir wieder. Ich war völlig verzweifelt und bin dann einfach nochmal hochgeportet. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wenn da steht, dass ich mit ihr sprechen soll. Und das tiefer... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Die stand doch eben noch gar nicht hier. Die wollt mich doch... Also, nee, so geht das nicht. Dann hat euch dieser aufgeblasene Hochelf also auch am Haken, hm? Ich hatte meinem Bruder Reinor gesagt, wir sollten das alleine durchziehen. Aber in einem Aschesturm ist einem eben jedes Haus recht, stimmt's? Wo wir gerade von Reinor sprechen, er braucht womöglich eure Hilfe. Sorgt Reinor für Ärger? Das hängt davon ab, wie ihr Ärger definiert, schätze ich.
Er ist unten an der Klamm. Er spielt aus irgendwelchen Gründen mit den Feuertopfspinnen. Er wollte mir nicht sagen, warum. Leider haben diese Spinnen die Tendenz zu, ihr wisst schon, explodieren. Warum würde er so etwas tun? Wie ich schon sagte, er wollte nicht darüber sprechen. Wahrscheinlich hat er einen mechanoidenstörenden Löffelmixer oder sowas zusammengehauen. Manchmal ist er einfach so. Schaut einmal nach ihm, ja? Er ist ungeschickt und diese mechanischen Gliedmaßen der Apostel sind teuer. Na schön, ich schaue nach Rainor. Danke für die Hilfe. Rainor ist schlau. Aber allein mit Schleue kriegt man keine Spinne tot, wisst ihr? Was werdet ihr tun, während ich Rainor helfe? Nun ja, Neramo meinte, wir bräuchten etwas, was wir dieser Varuni anbieten können. Doch soweit ich das sehe, gibt es nichts, was sie dringend haben müsste. Also habe ich mich gefragt, was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Und? Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Eine selbstgekochte Speise, argonische Töpfereien oder Wissen. Da ich eine schreckliche Köchin bin und wir Welten von Schwarzmarsch entfernt sind, glaube ich, ich entscheide mich wohl für die dritte Möglichkeit. Diese Messingfeste quillt vor lauter Gerüchten schier über. Ich muss nur gut hinhören und sie abschöpfen. Wünscht mir Glück. Okay, da gibt's übrigens auch, da habe ich, meine ich, schon ein Video zu gemacht. Oder es ist auf jeden Fall auf der Homepage bei uns. Da gibt's auch noch eine Möglichkeit, wo man 3 Rezepte sind's, glaube ich, bekommt. Feldwebel Baldan, dieser hat das Gold, das ihr verlangtet. Bürgt ihr noch für mich? Ich gab euch mein Wort, oder? Kommt, Katze. Näheres besprechen wir in meinem Büro. Sei tausendfach gesegnet. Lankin hat der Messingfeste viel zu bieten. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Man kann sich also auch einkaufen, so wie das aussieht. So, so. So, ich sehe hier gerade übrigens was. Und zwar gibt es hier einen Weg runter. Das hätte mir jetzt viel Zeit erspart, glaube ich eben. Hier gibt es Pünktchen. Das ist, glaube ich, der Weg runter, den wir nehmen müssen. Deswegen folge ich diesem Pünktchen hier jetzt einfach mal. Und erkenne, wie doof ich jetzt eben gewesen bin. Weil hier kommt ihr nämlich hoch und runter, wenn ihr mal da runtergefallen seid oder runtergegangen seid oder was weiß ich was. Und ich hatte das offenbar nur noch im Kopf, weil wir hier Rainor treffen mussten. Und nicht Kirith. Hallo, stehen denn dir? Hallo nochmal. Seltsam. Ich freue mich, euch wiederzusehen, aber ich muss zugeben, dass die Wahrscheinlichkeiten dahinter verblüffend sind. Wie standen wohl die Chancen, dass wir uns ausgerechnet hier auf einer extraplanaren Ebene wiedersehen? Rein rhetorische Überlegungen natürlich. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ihr hier seid. Kirith hat mich hier heruntergeschickt, um nach euch zu suchen. Kirith? Dann habt ihr euch also unserer kleinen Bande angeschlossen? Willkommen. Nun passt auf. Mir mag Kirets angeborenes Talent mit einer Klinge abgehen, doch das hier schaffe ich auch alleine. Varuni wird mit Sicherheit für uns bürgen, sobald ich hier diese... Oh, wem mache ich da was vor? Ich brauche eure Hilfe. Was macht ihr da? Diese Feuertopfspinnen enthalten eine höchst instabile, ölartige Flüssigkeit. Die Gefahren, die mit ihrer Beschaffung verbunden sind, machen sie wirklich sehr wertvoll. Ich habe einen Weg entdeckt, um die Spinnen an der Detonation zu hindern, aber selbst entschärft sind sie noch bestens in der Lage, mich zu töten. Könnt ihr das Öl abzapfen, wenn ich sie entschärfe? Dann macht ihr es also? Ja, natürlich. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Spinnen auf euch zieht, kann ich diesen Klangdämpfer verwenden, um ihre Zündspulen zu entschärfen. Das ist nur eine einfache Frage der Invertierung ihrer Bedrohungsevaluationssensorik und... Entschuldigt, manchmal lasse ich mich zu sehr hinreißen. Ja, erzähl ruhig weiter. Ich verstehe dann zwar nichts mehr, aber... in Ordnung, ihr entschärft den Sprengstoff, ich schalte die Spinnen aus und danach geben wir das Öl Varuni. Das klingt doch ganz einfach. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ich glaube, ich muss die töten, oder? Hervorragend gemacht. Ja, ich muss sie töten und dann sammeln wir das Zeug, denke ich. Wir sammeln aber jetzt erstmal die Scherbe ein. Ihr könnt euch... Oh, Hallöchen. Ihr könnt euch übrigens immer am gleichen Ort aufhalten. Mehr Öl. Ausgezeichnet. Einmal noch und dann sollten wir es haben. Hauptsache, ihr habt dann die Spinnen getötet. Das wollte ich sagen. Also ihr müsst jetzt nicht von Punkt zu Punkt rüberlaufen.
Hallöchen, kommt zu mir, kommt zu mir. Und damit hätten wir es. Ausgezeichnet. Sehr schön. Aber ich bleib mal ein bisschen hier. Einor? Komm mal ein bisschen... So, damit wir miteinander sprechen können, ohne dauernd unterbrochen zu werden. Brillant! Wir haben wirklich kurzen Prozess mit diesen Spinnen gemacht. Oder nicht? Hier, ihr dürft das Öl tragen. Nett, vielen Dank. Wohin soll ich dieses Feuertopföl bringen? Bringt das Öl zu Varuni. Neramo meinte, sie hätte ein Büro in der Basilika der Uhrwerke. Hoffentlich reicht das aus, um eine Bürgschaft zu verdienen. Ich begleite euch zum Tor, wenn's recht ist. Man kann hier draußen nicht vorsichtig genug sein. Mhm. Ja, dann setz mal auf. Dann transportiere ich dich zum Tor. Moment, wo ging das jetzt hier hoch? Hier, genau. Dich transportiere ich zum Tor und das Öl transportiere ich zu Varuni. Ich will immer Vurani sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Vurani hört sich dann wieder nach einem Typen an, finde ich. So vom Namen her, auch wenn das seltsame Namen sind generell. Und Varuni hört sich weiblich an. Danke. Viel Glück in der Basilika. Ja, gerne. Ich bin dann mal weg. So. Ist nur noch die Frage, wo wir hin müssen. Ich habe Sotasil noch nicht gesehen. Kommt er nie raus? Er befasst sich mit dem göttlichen Metronom, das sich einem einfachen Verständnis entzieht. Und er achtet nicht auf die lineare Bewegung, der so viele folgen. Aber sollte er nicht mit auf die Stadt aufpassen? Im Schweigen erhalten wir Mysterien. Mysterien gebären Neugier. Wir tragen unsere eigenen Wahrheiten zusammen, um ihren Sinn und Zweck nicht zu vergessen. Ha. Naja, ich schätze mal, als Gott ist er wohl schwer beschäftigt. Ja. Ich habe jetzt nichts von dem verstanden, was der Typ gesagt hat, aber egal. Wir müssen einmal hier hoch und dann zu einem Bereich, den ich glaube, ich gehasst habe. Es ist mir einerlei, dass er ein Gott ist. Wenn Vivek Audienzen hält, muss das auch Sid. Es wurde euch doch schon gesagt, Velar. So läuft die Sache hier nicht. Die größte Unverschämtheit, die mir je... Ich fordere! Fordert was? Eine Nacht in einer kalten Zelle? Das lässt sich einrichten. Ich dachte, die haut den jetzt oder so. So, wir müssen geradeaus und dann links. Dürfen wir hier noch rein? Ich glaube ja, ne? Weil es gibt hier nämlich auch unterschiedliche Bereiche, wo wir dann eindringen müssen. Aber hier dürfen wir und noch rein. Und wie versprochen, kommt da meine Assistentin. Ihr habt ein Geschenk für unsere Bürgerin dabei, richtig? Ich bin nur die Assistentin. Hallo, ich mache ja die ganze Arbeit. Seid gegrüßt, Helferin. Liegt euer Freund richtig? Habt ihr ein Geschenk mitgebracht? Ja, explosives Öl, das aus den gefährlichsten Feuertopfspinnen gewonnen wird. Feuertopföl? Ganz hervorragend. Und ihr habt es geschafft, alle 10 Finger zu behalten? Ich bin beeindruckt. Hab Dank. So, kommen wir zur Sache eurer Bürgerschaft. Ihr seid zweifelsohne kompetent in der Kriegsführung. Aber in der Stadt der Uhrwerke ist die mentale Präzision das absolut Entscheidende. Wie kann ich meine mentale Befähigung beweisen? Eine Reihe von Außenseitern ist in den letzten Wochen verschwunden. Ich fürchte, jemand hat sie entführt oder noch Schlimmeres mit ihnen angestellt. Aber ich habe keine Beweise. Ich habe mit eurem Freund Neramo gesprochen und er meint, ihr könnt die Beweise beschaffen, die ich brauche. Seid ihr erfolgreich? Bürge ich für euch alle. In Ordnung. Neramo und ich werden die Beweise finden, die ihr braucht. Versucht bitte, diese Nachforschung heimlich zu betreiben, in Ordnung? In der Stadt der Uhrwerke kann schon das leiseste Quietschen der Räder neugierige Blicke auf sich ziehen. Wer wart ihr noch gleich? Propst Varuni Arvel, amtierende Disquisitorin im Kongress der Kalibrierung. Bevor ihr fragt, ja, ich bin ein bisschen jung für eine derart wichtige Position. Glücklicherweise hat Fürst Seth hier eine echte Meritokratie eingerichtet. Eines Tages werde ich die Gelegenheit bekommen, ihm dafür zu danken. Fürst Seth ist Sotasil, richtig? Ihr habt ihn nie getroffen? Getroffen? Nein.
Fürst Seth ist viel zu beschäftigt. Er ist erst unlängst aus seinem selbstgewählten Exil im Cogitum Centralis zurückgekehrt. Er hat sich in einer Rede an den Kongress gewandt, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, mich ihm vorzustellen. Man sollte auf ein Treffen mit einem Gott lieber gründlich vorbereitet sein, oder? Also ich würde sagen, sprecht einfach aus dem Herzen, aber könnt ihr mir mehr über Sotasil erzählen? Natürlich. Fürst Seth, der vielen als Sotasil bekannt ist, ist der Vater der Neugier. Nach seinem Wort erschaffen wir, vervollkommnen wir und überwinden wir Widrigkeiten. Er sorgt sich um uns alle, so wie sich der Uhrmacher um jedes Rad und jede Feder sorgt. Jedes Teil ist wichtig, ganz gleich wie klein es auch sein mag. Ihr scheint eine Menge über ihn zu wissen. Ich lese viel. Es steht alles in den Predigten. Manche Leute halten ihn für abgehoben, sogar hartherzig. Da bin ich anderer Meinung. Er steht uns auf eine Art bei, wie es Vivek und Almalexia nie könnten. Und er wird uns in eine bessere Welt führen. Was könnt ihr mir über diese Vermisstenfälle erzählen? Sehr wenig, was problematischer ist, als es sich anhört. Jedes lose Rad kann eine Entführung vornehmen. Man muss kein Verbrechergenie sein, um jemanden in einen Abwasserkanal zu werfen. Was mir Sorge bereitet, ist, dass nichts davon von irgendwelchen Faktoten oder Sicherheitsspulen aufgezeichnet wurde. Ihr zeichnet auf, was auf den Straßen geschieht? Wir zeichnen auf, was überall geschieht. Ich weiß ehrlich nicht, wie ihr Exodromal darauf verzichten könnt. Ihr in Tamriel verliert so viel. Wissen, Erinnerungen. Und ihr müsst euch unablässig streiten. Alles, was hier geschieht, ist eine Tatsache. Dokumentiert und verifizierbar. Ja, der feuchte Traum der USA, ne? Wartet, Exo, was? Exodromal. Verzeiht, ich vergesse immer, wie seltsam unsere Worte für fremde Ohren klingen. Jeder, der die Stadt der Uhrwerke aus der äußeren Welt heraus betritt, ist als ein Exodromaler bekannt, weil er von jenseits des Celestiodroms kommt, der Glaskugel, die ihr unseren Himmel nennen würdet. Nun, Exodromale könnten sich daran stören, die ganze Zeit über beobachtet zu werden. Ich weiß, aber Geheimnisse fallen einzig und allein in den Bereich von Fürst Seth. Ich habe nichts zu verbergen. Die Predigten sagen uns, dass nur der auseinandergebaute Antrieb geschrubbt und gesäubert werden kann. Wissen braucht Licht, Offenheit, Zusammenarbeit. Seht ihr? Ja, ich sehe. Ich bin in einer Sekte gelandet. Ich habe auch nichts zu verbergen. Das heißt aber nicht, dass ich jeden, den ich nicht kenne, irgendwas preisgeben muss, was mich betrifft. So, ruhige Hände. Ein Buch, das ihr wieder durchlesen dürft, wenn ihr möchtet. Ich persönlich möchte kein gläserner Kunde werden. Was ist mit dir, Neramo? So, bereit, ein bisschen herumzuschnüffeln? Ich bin zuversichtlich, dass wir diese schwer zu findenden Beweise ausfindig machen können. Doch dafür braucht es etwas Gaunerei. Einen Einbruch, um genau zu sein. Bereit für die Einzelheiten? Ja, Einzelheiten wären gut. Baroni vermutet, dass jemand Teile der Aufzeichnungen der Stadt zerstört hat. Doch wenn ich bei meinen Studien von Dwemer-Ruinen etwas gelernt habe, dann ist es, dass niemals etwas endgültig zerstört wird. Man muss nur am richtigen Ort suchen. Hier, dieser Ort ist das Dispositorium Documatis. Dispositorium Documatis. Verstanden. Wie lautet der Plan? Uns ist es unmöglich, ins Dispositorium hineinzuschleichen, aber Sotasils Uhrwerkautomaten betreten und verlassen das Gebäude ununterbrochen. Ich habe einen Weg entdeckt, einen dieser Automaten zu kontrollieren. Eine Maschine, die Skevomat genannt wird. Ich bin sicher, ihr seid angemessen beeindruckt. Also werdet ihr einen Uhrwerksautomaten in das Gebäude lenken? Nein, ihr werdet das. Ich hingegen biete technische Unterstützung und halte die Augen nach neugierigen Zuschauern offen. Mechanischen wie organischen. Geht zum Dispositorium. Ich treffe euch dort später, sobald ich alles mit unserer neuen Bürgin ausgemacht habe. In Ordnung, ich treffe euch dort. Falls ihr Fragen habt, solltet ihr sie jetzt stellen. Sobald wir erst einmal mit unserer Ermittlung begonnen haben, wird uns kaum noch Zeit zum Trödeln bleiben. Warum beginnen wir mit unserer Suche in diesem Dispositorium Documatis?
Wie Varuni sagte, erzeugt alles hier eine Aufzeichnung. So wie ich das verstanden habe, laufen diese Aufzeichnungen ständig durch das Dispositorium Dokumatis. Wenn jede einzelne Aufzeichnung durch das Dispositorium läuft, wie finden wir dann das, wonach wir suchen? Wenn ihr das sagt, klingt das tatsächlich schier unmachbar. Es stimmt. Die Beweise, die wir suchen, treiben hier durch unermesslich weite Ozeane an Informationen. Zum Glück scheinen diese Skevomaten sehr kompetent zu sein, was das Sortieren und Analysieren betrifft. Ich schätze, wir werden es einfach herausfinden müssen. Wisst ihr überhaupt, wonach wir suchen? Ich habe den Skevomaten mit einer Reihe von Schlüsselwörtern und Suchkonzepten versehen, damit er irrelevante Dokumente leichter aussortieren kann. Habt ein wenig Vertrauen. Ich habe schon Informationen aus Klanggewölben und Wemerplanetarien gewonnen. Mich durch ein Stadtarchiv zu wühlen, verblasst neben solchen Leistungen ein wenig. Wie habt ihr gelernt, einen Skevomaten zu kontrollieren? Ehrlich gesagt unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von den Dwemer-Geräten, an denen ich üblicherweise herumtüftle. Sotasil hat eindeutig viel von den Dwemern gelernt. Sie benutzen zugegebenermaßen eine unvertraute Klangvariante, aber die grundlegenden Prinzipien bleiben dieselben. Wie können wir einen Skevomaten lenken, ohne ihn zu berühren? Wir werden ein sehr simples Steuergerät einsetzen. Wie erkläre ich das nur? Die Skevomaten senden und empfangen ständig Signale von anderen Uhrwerkautomaten. Dieses Gerät erlaubt es uns, den ganzen Lärm abzudämpfen, damit unsere Stimmen das Einzige sind, was das Skevomat noch hört. Klingt logisch. Dann mal los. Wie gesagt, diese befleckten Ausschussteile in den Elendsvierteln sind für euch irrelevant. Es gibt eigens die Konstablerei, um sie genau im Auge zu behalten. Ja, dieser Konstabler Baldan macht tolle Arbeit. Trotzdem kommen viel zu viele Befleckte und Exodromale in die Basilika. Hallo? Und was ist mit den Gerüchten über schwarzberobte Gestalten an den Rändern des Radios? Ehrlich, Diva, kümmert euch um die Kessel, hm? Ich würde nie zulassen, dass Befleckte oder Exodromale oder berobte Geister unsere Arbeit stören. Glaubt mir. Mhm. Ja, ja. Ich bin einer von diesen Leuten und ich störe eure Arbeit. So, unser Ziel. Moment, aktiviert den Skevomaten tiefer. Also runter und links, wenn ich das jetzt richtig sehe. Es ist mir einerlei, dass er ein Gott ist. Wenn ja, das hatten wir schon mal. Das ist nicht so schlimm. Wie könnt ihr es wagen, Kamit? Eure Mutter wollte eine bessere Zukunft für euch. Weil ein Faktotum mit Größenwahn ihr Schicksal weissagte? Glaubt ihr das wirklich? Sie glaubte es. Warum seht ihr nicht das? Was sehen? Dass meine Mutter sterben musste, weil sie auf eine geisteskranke Maschine hörte? Ich werde beweisen, dass der Prognostiker schwindelt. Wartet es ab. Das klingt interessant. Das ist aber, oh, das ist geklaut, das wollte ich nicht. Ausgezeichnet. Wir haben ein starkes Signal. Suchen wir jetzt Varunis Beweise. Okay. Moment, da müssen wir hier hoch. Wartet. Oh shit. Ja. Nach rechts, dann nach links. Das zentrale Lager ist wohl auf einem anderen Stockwerk. Ach so, hier. Ah. Da komme ich aber nicht durch, Reynor. Das heißt, ich muss jetzt komplett nach unten, oder was? Hier war doch gerade noch was. Haha, ihr seid zu hoch für mich. Hier ist auch wieder zu. Okay, da müssen wir einen anderen Weg nehmen. Die treffen mich trotzdem. Hallo? Ich bin doch viel niedriger als die Dinger. Geht's noch? Hilfe! So, Moment. Da müssen wir hier rum. Hier können wir auch wieder hoch. Zack. Alter. Geht's noch?
Da ich mich jetzt gerade nicht heilen kann, muss ich mal eben einen Moment warten. So. Schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Aua. Mein Schwanz brennt ein bisschen. Das ist der Nachteil, wenn man nicht so wirklich viel sieht. Aua. Willst du mich veräppeln? Als der schon weg war, kann er mich noch treffen. Lauf, 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 lauf. Oh. Hervorragende Arbeit. Dieses Gitter sollte zum zentralen Lager führen. Und unseren Beweisen. Hallöchen. Schwubbelidupp. Dieses Lager sollte Sicherheitsdokumente und Unterlagen enthalten. Sucht überall. Wenn ihr etwas findet, fertigt ihr mit dem Skivomaten eine Fernkopie an. Machen wir, machen wir. Hui. Keiner sieht mich, keiner will auf mich treten. Schwubbelidupp. Faktumserie eingestellt. Ich bin weg. Moment, irgendwo hier. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Sicherheitserhebung. Ist auf 83% gesunken. Ja, tut doch mal was für eure Sicherheit. Ihr kontrolliert doch alles. Angeblich soll das ja mehr Sicherheit fördern. War wohl nichts, ne? So. Ich fühle mich gut, wieder ich selbst zu sein. Wie könnt ihr es wagen, Kamit? Eure Mutter wollte eine bessere Zukunft für euch. In Ordnung. Lasst mich einmal sehen, was ihr gefunden habt. Ja, ich glaube, diese Aufzeichnungen passen zu den Zeitpunkten der vermissten Fälle. Da ist noch mehr. Seht hier, die letzte Person, die auf diese Aufzeichnung zugegriffen hat, war ein gewisser Baal 167. Bestenfalls Indizien. Wie schlagt ihr vor, dass wir diesen Baal 167 finden? Wir könnten schon eine Spur haben. Ich teilte Varunis Sorgen Kiret mit, kurz nachdem ihr die Basilika verlassen hattet. Sie bestand darauf, der Sache selbst nachzugehen. Sie nannte Konstabler Baldan als verdächtige Person. Seine Amtsstube sollte südwestlich von hier sein. Baal 167, Konstabler Baldan. Ich werde Kireth aufspüren und nachhorchen, was sie gefunden hat. Sie ist da. Sollte hier sein. Ah, da. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Seid ihr fertig mit Neramos Aufziehspielzeug? Ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Was habt ihr erfahren? Ich habe mich ein wenig umgehört. Man munkelt, dass Konstabler Baldan für jeden birgt, wenn derjenige nur ordentlich zahlen kann. Wohin sie verschwinden, nachdem er ihnen das Gold abgenommen hat? Das weiß niemand so genau. Zum Glück sind wir hier, um das mal zu klären. Hier, nehmt diesen Erinnerungsstein. Was soll ich damit tun? Ich habe das Gebäude erkundet. Jemand hat die Tür zu Baldans Lagerkammer offen gelassen. Sie sollte einen idealen Blick auf sein Büro bieten. Klettert da hoch und wartet ab. Sobald ich das Bestechungsgeld anbiete, zeichnet ihr das Gespräch mit dem Erinnerungsstein auf. Dann haben wir ihn. In Ordnung. Ich mache mich auf dem Weg zur Lagerkammer und warte auf euer Zeichen. Muss ich da hoch? Moment, höher, ja. Also muss ich hier durch, nehme ich mal an. Oder? Nee. Achso, ich kann hier. Ah. So. Achso, hier. Moment. In Ordnung, Baldan. Ich habe euer Gold. Könnt ihr für mich bürgen? Oh, euer Angebot nehme ich an. Aber bürgen? Das kann man nur für die Lebenden, befleckter Abschaum. Die Lebenden, was? Tut es. Nun, worauf wartet ihr noch? Sammelt das Gold ein und werft sie zu den anderen. Niemand soll unseren jüngsten Besuch finden. Okay, sucht nach Kirith. Schnell wieder raus hier. Und runter, denke ich mal.
ist ja irgendwo hier unten reingegangen, nehme ich an. Da. Das ist nicht Kirev, aber okay. Da seid ihr. Neramu meinte, ihr wärt hier irgendwo. Habt ihr Kirev gesehen? Ist sie bei euch? Es tut mir leid, aber Konstabler Baldans Schergen haben sie niedergeschlagen und weggeschleift. Sie haben was? Wie konnte sie? Wir müssen sie retten. Ihr habt keine Ahnung, wohin man sie gebracht haben könnte, oder? Noch nicht, aber ich werde es herausfinden. Ihr sagt es Varuni und Neramo. Ja, natürlich. Ich werde Hilfe holen. Vielleicht könnte ich sogar eine Art Klangaufspürer zusammenzimmern. Ach, nicht genug Zeit. Was würde Kire tun? Sie würde ermitteln. Ja, sprecht mit den Bewohnern von Schlackenstadt. Sie wissen so gut wie alles über diesen Ort. In Ordnung. Ich werde sie finden, Reinor. Ich hole die anderen. Ihr sputet euch nach Schlackenstadt. Was genau ist Schlackenstadt? So nennen die Einheimischen die Elendsviertel in der Nordostecke der Feste. Ich muss zugeben, ich war überrascht, derartige Behausungen in Sotasils heiliger Stadt vorzufinden. Doch andererseits war hier praktisch alles eine Überraschung. Werden wir Kirev retten können? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.